Historiker und Wirtschaftswissenschaftler, die sich dieses Experiment ganz genau angeschaut haben und die fest davon überzeugt sind, dass wäre es damals nicht durch die Regierung, die eigentlich unsere Interessen vertreten sollte, zumindest steht es so im Bundesverfassungsgesetz, ja, die Macht geht vom Volke aus, wenn dem wirklich so wäre, dann frage ich mich, warum eine Regierung etwas verbietet, was dem Volke was ihm nicht schadet, sondern im Gegenteil, was ihm deutlich hilft. Und was wäre denn das Problem, wenn die Gemeinden anfangen, ihre Probleme auf lokaler Ebene zu lösen und nicht in Brüssel? Das wäre vielleicht doch der Anfang einer Kehrtwende. Ja? Aber wie gesagt, diese Historiker, die ich meine, die sich damit beschäftigt haben, sind davon überzeugt, dass hätte damals dieses Experiment sich weiter entfachen können. Es haben über 180 Gemeinden und Städte in Österreich bereits angemeldet, ähnliches Freigeld herauszugeben. Das muss man sich vorstellen, das war wirklich eine Welle. Und man hat dann unter Androhung von Armeeeinsatz Wörgl die Verwendung dieser Arbeitsbestätigungsscheine verboten. Man muss sich vorstellen, Österreich erklärt Wörgl den Krieg. Also lächerlicher kann man es nicht machen, aber da sieht man, was für eine Macht einfach dahinter steckt, hinter dieser Mafia, dass man wirklich bereit ist, sogar hier zu solchen Schritten zu gehen. Hätte es damals sich weiter entfacht, hätten diese 180 Städte, darunter auch große Städte, dieses Freigeld ebenfalls eingeführt. Es wäre schnell über die Grenze nach Deutschland gekommen und man geht davon aus, dass wahrscheinlich sogar der gesamte Zweite Weltkrieg gar nicht passiert wäre. Ja? Die Menschen wären nicht scharenweise den Nazis in die Hände gelaufen, vor lauter Verzweiflung und Armut und so weiter und so weiter. Also es wäre unglaublich, was für ein Potenzial und was für eine Kraft in einer so simplen Geschichte steckt. Ich werde jetzt gar nicht lange weiterreden, ich habe hier eh schon sehr viel Zeit jetzt gebraucht. Nur euch vielleicht ermutigen, beschäftigt euch mit dieser Thematik. Es gibt auch moderne Ansätze, in welchen man ganz modern auf heutige Technologien und so weiter hier ein Freigeld einführen würde oder könnte, das heute auch entsprechend eingesetzt werden würde. Und wir bräuchten uns nicht permanent verschulden. Wir müssten nicht permanent ständig wachsen und immer mehr und mehr und mehr produzieren und sogar mit Steuergeldern Schrottprämien zahlen, damit funktionierende Autos eingestampft werden, nur damit wieder neue Autos verkauft werden können. Also so ein Schwachsinn in einem Status, in dem wir uns jetzt befinden, das wäre alles obsolet. Beschäftigt euch mit dieser Thematik. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Es gibt unendlich viel Material. Man muss es sich aber wirklich aussuchen. In offiziellen Fernsehsendern wird man wahrscheinlich kaum noch was finden. Also zumindest derzeit noch nicht. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist für eine gute, bessere Welt. Danke vielmals.